jetzt checken wir hier schon mal ein Aquarium, wo die Krebse drin sind. Sie sind überfordert, sind umzingelt von Garnelen. Umzingelt. Ja, die Wurzel wurde auch übernommen. Macht sich hier prächtig mit den riesen Moos. Ja, wird das hier alles noch ein bisschen umkonstruiert. Aber angenehm. Der Krebsi ist umzingelt, weiß gar nicht, wen er als erstes essen soll. Aber er ist ja noch so klein. Tja, die schubsen ihn noch rum. Naja, die merken auch, dass jetzt Gefahren drin sind. Hier ist ein bisschen größerer Krebsi. Der hat bestimmt schon jemand gegessen. Und lass die gelbe Garnelen in Ruhe, wa? Ja, die sind auch schon misshandelt worden von den großen Krebsen in anderen Becken. Ja. Deswegen habe ich jetzt langsam entschieden, die rauszumachen. Können sie sich hier austoben, alle. Und mir reicht langsam ein Aquarium. Ist mir sonst zu viel Action jede Woche und verkauft sich nicht richtig. Leute wollen diesmal, diesmal das haben. Und immer nur die Firmen dürfen verkaufen. Also die Firmen bringen immer zu den Zooläden die ganzen Tiere. Tropikal, weiß ich was alles. Kann man gar keinen, als wenn man selber Tiere so züchtet, kann man gar nicht mehr die richtig loswerden. Weil die anderen dann immer schon haben. Deswegen macht keinen Spaß. Oh, die gelbe, ja. Der Krebs will die gelbe haben. Nicht die gelbe. Ist nur eine drin oder zwei. Auf jeden Fall kommen die Garnelen alle gucken. Kommen alle gucken, was ist das für ein Tier? Was macht der Krebs in unser Aquarium? Naja, ist richtig was los. Naja, wird jetzt hier alles ein bisschen eingerichtet. Wüst aus. So, ja. So sieht's aus. Ist noch nicht alles raus. Die Schnecken sind noch drinnen. Ein paar Babykrebse immer ab und zu machen Babykrebs raus. Die Pflanzen kommen zum Nachbarn. Ja, dann schauen wir mal. Auf jeden Fall angenehm. Und das andere, gucken wir jetzt auch mal. Das sieht jetzt so aus. Gucken wir nochmal ganz genau. Ist noch nicht fertig, die Wurzel. Das ist alles noch nicht richtig platziert. Ist einfach nur reingeschmissen. Erstmal. So, das erstmal alles angeschaut. Zwei Filter sind jetzt an. Jetzt Pevens Dings, Eheim. Ja, jetzt ist auch natürlich viel mehr Bewegung wieder. Das ist viel besser. Ja. Und der Filter war eh dazu ein bisschen zu klein da hinten im Eimer im Weißen. Der obere wäre genau die richtige Größe. Jetzt haben wir den richtigen. Jetzt haben wir sogar sozusagen anderthalb Größe. Ja, sehr angenehm. Kann weiterlaufen. Ja, mal sehen, was die Krebse machen. Mal sehen, was die Krebse so machen mit den Fischen. Ob die wieder die Fische ärgern. Ja, das ist es ja halt, wa? Da muss man gucken. Ich glaube, hier hinten in der Ecke ist schon mal ein Krebs, wie es aussieht. Unter der Wurzel da. Da sieht man einen rumeiern. Bestimmt wieder der größte von denen. Der verspeist bestimmt schon wieder gerade eine Garnele. Ja. Naja, mal sehen, was denn passiert, wenn sie alle zur Futterschale kommen. Die Fressfeinde und die Dings. Gut, aber in der Natur ist es ja auch so, da sind ja auch Garnelen, Fische und Krebse da drin. Ja, so ist es halt. Bloß natürlich, dass die Tiere da, die Krebse meistens weiter unten sind. Gut, haben wir gesehen. Lampe ist auch alle platziert. Und was bis dann?